Hi! Wie man unschwer erkennen kann, bin ich übrigens nicht zu Hause und auch nicht in meinem Garten. Schön wär's. Wir sind bei IKEA und ich dachte mir, ich nehme euch heute ein bisschen mit. Wir machen ein IKEA Live Haul. Wir kaufen nämlich Möbel für unser Schlafzimmer und gucken gleich mal, was denn so Gartenmöbel kosten. Weil wir nämlich wieder einen Garten im Auge haben, aber darauf gibt es ein paar Bewerber, also muss man erstmal schauen. Und heute gibt es erstmal, wie gesagt, die Schlafzimmermöbel. Da nehmen wir euch ein bisschen mit. Einen IKEA Live Haul machen wir heute. Schatzi ist fertig, also gehen wir jetzt rein. Übrigens habe ich vorhin deinen komischen Lippenstift aufgetragen, den du mir gekauft hast, kriegt den nicht mehr ab. Ha. Es ist hier mega viel runtergesetzt, weil sie anscheinend alles umstrukturieren, jedenfalls in der Wohnzimmerabteilung. Wow. Oh, die Stühle gefallen mir. Entschuldigung, jetzt stehe ich dir im Weg. Die finde ich ja schön hier. Ja, aber wo willst du denn die hinstellen? Wenn das noch graues Bezug wäre, wenn er einen grauen Bezug hätte. Aber nur der kostet 29 Euro. Ja? Hm, der andere nicht. Ach so. Aber wie leer das hier alles ist. Ja, das ist Wahnsinn. Ich hoffe, dass wir unsere Sachen hier noch kriegen. Ja, stand ja, vorhin habe ich in der App geguckt, da war es alles vorrätig. Also aber von daher. Hintergrund ist, ey, wie beim Träumer, ey. Ja. Vor allen Dingen viele Musterstücke bis zu 70% reduziert. Aber du wolltest, was wolltest du für einen Tisch haben? Also schon sowas, was du vorne gesehen hast. Was da vorne war. Ja, guck mal, die sind alle runtergesetzt. Selbst die sind runtergesetzt. Nee, die nicht. Nee, stimmt. Das ist normal. Das war, glaube ich, nur Wohnzimmer. Wenn ihr sehen möchtet, wie unser Schlafzimmer vorher und nachher aussieht, müsst ihr dann im nächsten Video gucken. Weil das zeige ich jetzt hier nicht, hier gibt es nur den Hall. So, wir holen jetzt einmal die Hemmnis-Kommode in groß. Das ist auch Hemmnis, wa? Ja, vielleicht wäre das hier sogar noch besser. Obwohl, der kostet 199. Ja, das habe ich auch im Internet gesehen, dass der 199 kostet. Und der würde auch noch gut rumpassen, aber das ist ja wieder Glas. Ja. Nein, nee, die Glasplatte kostet extra. Ja. Kostet 20 Euro. Aber gibt es nicht eine Glasplatte auch für die Größe hier? Du kannst ja vor meine vom Schminktisch raufpacken. So, und dann zeige ich euch mal den Kleiderschrank, den wir uns ausgesucht haben. Und zwar ist das der Brimnes Kleiderschrank. Der schaut so aus. Und von innen. So. Also das Teil kommt nicht mit, aber ansonsten... Ist der Rest alles mit bei? Ja, die Schubfächer ja. Nee. Nur das müsstest du halt diese... Das Fach hier? Ja, aber ich auch nicht. Okay. Das war der, ja? Das war der. Wieso willst du lieber einen anderen? Nee, der war der. Bei der würde vielleicht besser passen. Aber der ist so klein, finde ich. Ja, okay, der ist auch nicht zu groß. Der ist 139. Ja, nee, damit fahren wir ja ganz gut. Ja, das passt schon. Hast du dir aufgeschrieben, wo es ist? Ja, ich bin immer hier. Okay. Ich hab's mir fotografiert. Jetzt haben wir hier den Schränk, die Kommode. Und dann müssen wir noch den Teppich holen. Mega leer heute hier. Jetzt müssen wir uns einmal einen großen Wagen holen, damit wir die ganzen Utensilien gleich... Ja. Achso, naja, die müssten aber auch noch irgendwo kommen, die anderen Waren. Welchen Gang müssen wir denn jetzt? Regal 25 und Regal 36. Okay. Jetzt funktioniert der Fokus endlich. So, was holen wir jetzt zuerst? Jetzt haben wir erstmal ein Wegelchen geholt. So, ja. 130? Ja, 149 Euro. So, dann einmal hier bitte. Soll ich mithelfen? Du nimmst nicht einfach den da oben. Oh, mein Gott. Nein, weil jetzt zwei Stücke sind. Oh, ist das schwer. Ist das so? Ja. Hier, Nummer jetzt? 35-fach 0. Ich hier raufsetzen? Ja. Guck mal, die Kommode kostet sogar als Family-Preis nur 79 Euro. Aber, ja, okay. Und dann?
Das ist nicht so schwer wahrscheinlich wie das andere. Also Runde zweimal, ne? Stimmt. Du bist schlau. Was denn? Wie denn? Du hast mir die Finger eingeklemmt. Kann ich ja nicht dazu. Ach so, lässt man das einfach fallen. Das ist ja schlau von dir. Ah, die Kassen sind voll leer. Das war gut. Vor allen Dingen, hoffentlich kriegen wir das alles ins Auto rein. Und dann brauchen wir auch noch den Teppich. Kriegen wir den da auch noch hin? Wie viele Quadratmeter brauchen wir? 15. Also eigentlich, wir haben gesagt 18 oder so wollten wir haben. Das sind jetzt unsere zwei Schränke und einmal die Kommode. Und die müssen wir jetzt alle einmal da reinkriegen, würde ich sagen. So sieht das Auto jetzt einmal voll beladen aus. Und vorne sitzt die wahrscheinlich Hemdeskommode oder so. Ich weiß es nicht. Schatzi schwitzt Blut und Wasser. Bitte. Du musst aber aufpassen, dass das hier nicht alles in deine Richtung kommt, ne? Ja, ich passe auf. Wenn du nicht 100 km/h drüber fährst, geht das, glaube ich. Jetzt gehen wir gleich noch in den Poco und holen den Teppich, wenn er reinpasst. Gucken wir einmal nach dem grauen Teppich. Am besten, wir legen einfach nur hier so ein Riesending hin. Den, aber der ist nicht. Was ist der? Ja, nee, der wird schon... Ich habe echt Sorge, dass es nicht reinpasst. Das ist mein Problem. Die Frage ist, wie viele Quadratmeter sind denn das beispielsweise? 10,9. Aber wir brauchen ja die Höhe und die Breite. Ja. So, der Teppich wird es übrigens. Aber wir müssen erst mal gucken, ob wir den dann überhaupt in unser Auto kriegen. Weil das Auto ist ja jetzt auch schon sehr, sehr voll, wie ihr gesehen habt. Okay, man kann den Teppich irgendwie als Paket falten. Und das werden wir jetzt gleich mal machen. Und dann hoffe ich, dass es reinpasst. Und dann haben wir alles. Mir hätte auch nicht reingepasst. Wirklich nicht. Laminat hätten wir das Problem nicht gehabt? Nee, mit Laminat hätten wir ein Problem nicht gehabt. Aber wenn wir nächstes Jahr ausziehen, ist halt auch ein bisschen doof. Aber ich dachte, der macht das jetzt gleich fertig. Na ja, die machen das ja jetzt gleich fertig. Ja, aber wir müssen es bei der Warenausgabe abholen. Ich dachte, der schnippelt es da zurecht und dann nehmen. Ich mach heute noch übrigens. Was? Teppich. Ach, wir müssen noch Unterlagsdinger suchen. Zum Festkleben am Boden. Wieso, wir haben doch diesen anderen Teppich drunter. Dieses Laminat. Ja, und trotzdem musst du den Teppich ja festmachen. Das haben wir mit dem Teppich auch gemacht. Haben wir das? Ja. Ach. So, Teppich ist als Paket hier auch noch irgendwo mit drin. Jetzt geht's nach Hause. Vor allem müssen wir noch jetzt schnell. Der eigentliche Spaß kommt ja noch. Mit dem Hochtragen? Ja. Ja. Mit dem Hochtragen und dann müssen wir auch den anderen Schrank auseinanderbauen. Aber wenigstens sind wir nicht im Zeitdruck oder so. Ja, stimmt. Das ist schon ganz gut. Und wir haben alles reingekriegt. Ja. Aber mehr hätten wir auch nicht kaufen können. Nee, im Regal wäre nicht so viel drin gepasst. Nee, wa? Nee. Naja. Ein bisschen größer als die. Und da hinten liegen die Möbel, aber das ist alles für morgen. Und ein bisschen was müssen wir noch runter zum Sperrmüll bringen. Und wie spät haben wir es jetzt? 19:30. Wahnsinn. 16 Uhr. Um 16 Uhr sind wir zu IKEA gefahren. Hallo, ich sitze gerade am Schnitt des DM, wollte ich sagen. IKEA Life Hauls, das Video, was ihr gerade gesehen habt. Und schlussendlich fiel mir auf, ich habe gar kein Ende gedreht. Ich schneide gerade. Und deswegen wollte ich das jetzt schnell machen. Ich hoffe, dieses Live Haul Video hat euch gefallen. So eine Art Vlog und Haul Video. Hätte ich beide Teile ineinander geschnitten,
Also quasi die Renovierung und das Umstyling des Schlafzimmers, wäre es einfach zu lang gewesen. Ich hätte viele schöne Dinge rausschneiden müssen, deswegen dachte ich mir, ich splitte das in zwei Teile. Ihr habt jetzt den Haul gesehen und seht dann im nächsten Video das Resultat und auch wie das Schlafzimmer vorher ausgesehen hat. Wie das Schlafzimmer vorher ausgesehen hat. Aber um die Vorfreude nicht wegzunehmen, dachte ich mir, ich setze mich jetzt einmal in die Position, wo ihr einfach am wenigsten vom Schlafzimmer jetzt erkennen könnt. Die Sachen, die standen ja vorher schon drin, würde ich jetzt einmal umschwenken, würdet ihr alles sehen, aber das machen wir im nächsten Video. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es gefällt euch, dass es in zwei Teile gemacht worden ist. Im nächsten Video dreht sich es dann halt nur um den Aufbau, nur um die einzelnen Schritte, wie wir vorankommen, wie wir das Schlafzimmer umgestaltet haben. Und ich packe euch jetzt schon alle Sachen... So, das war mein Sushi. Wie gesagt, ich packe euch alle Sachen, die wir gekauft haben, unten in die Infobox rein. Und wenn ihr sehen möchtet, wie das Schlafzimmer fertig aussieht, dann müsst ihr am nächsten Video wieder einschalten. Wie gesagt, hinterlasst mir gerne Kommentare, Feedback und dann würde ich sagen, schneide ich jetzt das Video zu Ende und dann sehen wir uns im nächsten Video. In dem Umstyling. In dem Schlafzimmer-Umstyling. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!